Also, dann schauen wir uns jetzt den mal an. Also, optisch ist er mal wirklich schon nice. Optisch mit dem Cimmerit schaut er echt cool aus. Kann man definitiv so sagen. Natürlich ist das auch dann das einzig Äußere. Tarnung ist die Tarnung. Das heißt, so wie jetzt bei vielen anderen Panzern, Mutz oder sonstiges, ist es die Tarnung. Da könnt ihr nicht verändern. Aber dementsprechend hat man auch den Tarnungsvorteil. Ich werde den jetzt einfach mal mit, wie ihr schon gesehen habt, Berichtantrieb, Ansetzer und Lüftung werde ich den spielen. Waffenbrüder-Crew ist drauf, also von dem her, da passt's. Und jetzt schauen wir uns mal den Vergleich jetzt nochmal im Detail auch an. Würde jetzt mal sagen, ich nehme jetzt mal so die meist gewählten auf der Tierstufe überhaupt. Naja, mittlerer Schaden mit 135 ist jetzt nicht so stark und vom Durchschlag her mit 150 gehört aber zu den besseren. Da hat nur noch der lustige, der AC4 noch mal ein bisschen mehr. Nachladezeit 4 Sekunden. Boah, kann man machen. Da ist die DPM jetzt eigentlich fast das spannendere Thema. Und da sehen wir mit 2012, da ist er im guten Bereich. Der Cromwell B und der T3485M ist da noch mal ein bisschen besser, aber er ist schon gut, ganz gut dabei. Und der Höhenrichtbereich mit minus 8 Grad ist auch okay. Aber da ist halt der Thunderbolt und auch hier der AC wieder ein bisschen ein Ticken besser. Turmdrehgeschwindigkeit, Feuergeschwindigkeit, klar, gehört alles zur DPM. Zielerfassung, da ist er nicht so gut. Da ist er sogar mit der Zurückkehr zu den schlechteren. Da sind die anderen besser alle. Und die Streuung, auch da ist er jetzt nicht der Beste. Aber viel Hitpoints haben wir. 840. Panzerung ist okay. Turmpanzerung ist auch okay. Motorleistung 700 PS. Haha, da ist er der Stärkste. Also, das passt. Höchstgeschwindigkeit dementsprechend auch mit 55. Nice. Wendegeschwindigkeit muss ich im Spiel zeigen. Und die Sichtweite 370 auch einer der besseren und Funkreichweite ebenfalls. Also, so schaut er okay aus, würde ich mal sagen, für einen Tier 6 Premium-Panzer. Eine Variante des Panzerkampfwagen Pantherausführung G, der meistgebauten Ausführung der deutschen Panzer. Zwei deutsche Panther wurden während der Warschauer Aufstands am 2. August 19 von polnischen Truppen erbeutet. Die Rebellen bemalten die Fahrzeuge mit den Nationalfarben und verschiedenen Wappen, was im Spiel wiedergegeben ist. Ein Panzer hielt den Spitznamen Pudel und wurde im Häuserkampf eingesetzt. Also, da haben wir auch die Historie dazu, wenn euch das interessiert hat. Und jetzt schauen wir einfach mal ins Gefecht. Oh, eine Sache fällt mir auf, habe ich noch nicht gemacht. Fertig. Minimap habe ich noch nichts gemacht. Nein, die Minimap-Einstellung, die war doch da irgendwo. So. Jetzt sind wir mal dabei. Muss ich mich fast wieder umgewöhnen. Ich bin es jetzt ganz halt lila gewohnt. Modus. Yeah.
bin ich wieder im Bilde. Es ist natürlich immer ungewohnt, wenn man erstmal so eine Einstellung hat und die dann erstmal nicht mehr da ist. Granaten kommen runter wie so Bogenlampen. Ja, genau. Jetzt rum. Ja, mehr Ping. Viel mehr Ping. So. Er hat mal seine Ruhe. Nee, weiß ich nicht, Iranaka, wann der Testserver kommt. Das weiß ich leider nicht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh. We need more pings. Ja, so sieht's aus. Also so die Beschleunigung und so, also die Mobilität finde ich echt okay. Aber so mit dem Durchschlag hapere ich noch so ein bisschen. 194 mit Premium. Rechts vor links, mein Freund. Jetzt pinkt er Basisverteidigung, oder was? Das ist unfassbar. Der Typ, der wegfahrt, wo ich schon in der gesehen habe, dass da Leute sind, pinkt jetzt Basisverteidigung. Der ist ja gut. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Na, was hat denn der alles schon kaputt? Ganz schön gelb, der Kamerad. Oh, nö. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Lol. Nimm doch den Wolverine mit. So, jetzt stelle ich noch mein... Was ist denn rausgekommen? 26.000. Boah. Oh, 1000 Damage ist jetzt natürlich nicht die Welt. 600 XP, aber jetzt auch nicht so unfassbar wenig. So, zwei Einstellungen brauche ich noch. War zur Zeit echt, bin das gewohnt, dass der Farbenblind-Modus drin ist. Und ein anderes Visier. Und das, was ich sonst immer habe. Das ist es. Ja.
Ja, das Massive kann man schon lassen. Weil diesen Außenrum brauche ich noch. So, dann machen wir nochmal eins. Ja, manche müssen unfassbar viel pingen, Costa. Ohne Ping geht's nicht. Dann ist scheinbar irgendwie ein Spiel kaputt oder so. Wenn Ping nicht geht, dann muss irgendwas kaputt sein. Optisch schön ist er schon. Auch wenn es nichts anderes ist als ein Panther. Aber kann man schon lassen. Was hast du da denn für ein Panzer, Shiro? Das ist der Pudel. Das ist der 6er Premium der Polen, der bald kommen wird. Wann genau? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, typisch Wargaming. Normalerweise, wenn sie uns Panzer geben zum Zeigen, dann dauert es nicht mehr lang. Hallo Strunz, grüß dich. Ja, wie gesagt, ist halt ein 6er Panther mit der 75 mm. Also an das Flugverhalten der Granaten muss ich mich echt noch gewöhnen, weil diese Bogenlampe, die da passiert, ist halt echt so nicht so sexy. Ah. Mal schauen, was so rückwärts geht. 20 km/h, den brauche ich jetzt. Verzweiflung im Jagdpanzer, ja, super nervig. Wie im Western, ja, Red Wine. 1:1. Der andere nimmt das Flak mit. Soll er machen. Vielleicht kann ich sie ja ein bisschen überrumpeln.
Wenn ich schon Medium habe und mit bisschen Geschwindigkeit, warum mal nicht probieren? Warte mal, alles da tot. Schauen. Ha? Oh. Er hat nochmal geguckt! Aha! Da hat er nochmal da war er nochmal neugierig! Jetzt ab zum Tiger. Wieso Track immer Coins geschenkt bekommt, weil Track Dauerpleite ist. Track gehört zu den Ärmsten der Ärmsten. EKA vor DSDS. Hm. Ob das so gut ist. Pass auf, ich komme jetzt rum und ich krieg sofort eine. Der ging voll durch ihre Panzerung. Aha! Schieß der HE, hab ich gewusst. Rumgetuselt. So, was gab die Runde jetzt? 4000, weil ich ein bisschen Bremen geschossen habe. Aber jetzt mal ernsthaft? Jetzt ganz ehrlich, so schlecht war die Runde jetzt nicht. Mit 830 XP ist so eine normale Runde. Aber dafür 37.000 Credits? Klar, es ist nur ein 6er Premium, aber das Credit-Einkommen fühlt sich jetzt nicht dick an. Der Panzer selber ist nicht schlecht, muss ich sagen. So vom Feeling her, gut, ich habe jetzt bis jetzt auch noch kein 8er Gefecht gehabt, aber so richtig, dass ich sage, Alter, Verwalter... Der haut mal ordentlich was raus an den Credits, muss ich sagen, kann ich nicht feststellen. Ich würde jetzt übrigens sagen, letzte Runde und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann haben wir ein bisschen den Sonntagabend noch miteinander verbracht. Ist doch auch mal schnieke gewesen.
Oh, Wally! Danke für den Follow, willkommen! An alle durchgeknallten. Naja, aber das ist super Mannschaft. Ganz ehrlich, das ist ja ein Premium. Nicht umsonst kannst du ja deine besten Mannschaften da reinstecken. Das ist ja jetzt kein normaler Panzer, wo du sagst, du spielst jetzt deine Mannschaft nochmal entspannt hoch, sondern du nimmst ja in der Regel schon das, was halt schon ein bisschen was kann. Deine Gurkentruppe tust du in der Regel nicht in die Premium stecken. Wo war denn der Sound gerade? Wo war denn der Sound, dass er mich gerade durchschlagen hat? Der ging voll durch ihre Panzerung. Er ist abgeprallt. Querschläger. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ich muss nur auf Arti aufpassen. Das ist gerade so mein Problem. Ach so, ja, welche kann man denn drauf setzen? Hast du natürlich recht, Strunz. Stimmt, bei einem Polenpanzer, wo es noch wo die Nation erstmalig da kommt, da wird es natürlich schwierig. Gib ich dir leider recht, aber ich habe natürlich zukünftig ein gedacht. Erfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Seven Up, danke dir für den Follow, willkommen. Die Gun ist ungenau, ja. Also der Panzer ist schon okay. Man kann ihn auch auf zwei Ketten oder auf einer Kette fahren. Aber ja, ich würde sagen, er ist jetzt nicht OP. Also nicht jetzt so wie vielleicht der ein oder andere Panzer, der in der Vergangenheit gekommen ist, wo ich sage, Alter, der ist echt stark. Den kann man schon gut spielen. Den kann man auch mal ordentlich platzieren und winkeln und sowas. Aber wie gesagt, ich denke mal, das ist so ein Panzer mal für zwischendurch. So, jetzt habe ich natürlich mit meinen 53 Hitpoints nicht mehr allzu viel im Köcher. Das dachte ich mir schon, Rabea, dass er bei dir reinkommen wird, wenn er für einen interessanten Preis kommt. Ist halt ein Panther, ja. Ja, so 15 Euro können schon gut aus, durchaus realistisch sein, ja. Aber wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht.
Morgen ist der 31. Rabea. Der LTG war halt noch voll, das weiß ich bei dem. Nein, warum fahrt er jetzt weg? War er so schön gestanden die ganze Zeit. Ja. Also jetzt schauen wir mal, was er jetzt an Credits rausbringt. Hallo Ding Dong. Weiß ich, 45.000. Man kann den Panzer schon spielen. Man kriegt auch ein bisschen Damage hin, glaube ich. Es ist so ein, ich würde sagen, so ein ganz normaler, mittlerer Panzer. Also jetzt nicht, dass man sagt, Wahnsinn, performt der. Es ist halt ein Panther, schaut cool aus. Und gerade für die doch einigen polnischen Mitbürger wird der bestimmt unfassbar interessant. Und ich denke ansonsten auch hier mit dem Pudelschriftzug. Also ist ein nettes Ding, aber für mich jetzt nicht so, dass ich sage, der muss sein. Ja.